Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film vom Tobu. Ich bin der Thomas und zeige euch in diesem Film die Smart Friends Box, mit welcher einige Produkte von den Herstellern Abus, Paulmann, Schellenberg und Steinl gesteuert werden können. Die in Frage kommenden Produkte sind in Online-Shops, auf der Verpackung oder in Geschäften mit diesem Logo gekennzeichnet. Bisher verwende ich die Anlage Home Wizard von Smartwares, die derzeit Rollos, Funksteckdosen und Beleuchtung steuert. Anfang 2020 bekam ich jedoch vom Hersteller Smartwares die Meldung, dass der Support zu dieser Anlage eingestellt wird. Die Anlage könne zwar noch weiter betrieben werden, Updates erfolgen jedoch nicht mehr. Da ich weitere Produkte zur Hausautomatisierung geplant habe und gerade einen defekten Rohrmotor eines anderen Herstellers austauschen muss, stelle ich nach und nach das gesamte System auf die Smart Friends Box um. Den ersten Funkrohrmotor von Schellenberg in der Ausführung Premium 10 Mini mit der Artikelnummer 21110 habe ich direkt zusammen mit der Box bestellt. Die Produkte der vier Hersteller werden alle mit einer App gesteuert. Für die Programmierung habe ich weitere Videos geplant. Aber schauen wir uns zunächst einmal den Inhalt der Verpackung an. Das erste, was mir auffällt, ist, die Verpackung ist für den Inhalt viel zu groß. Deshalb hier einmal der direkte Größenvergleich. Links unten seht ihr die Smart Friends Box. Als nächstes habe ich auf diesem Bild die Herstellerverpackung gekennzeichnet. Und als letztes die Verpackung, in der mir die Smart Friends Box ohne Motor geliefert wurde. Meiner Meinung nach ist dann noch der Umwelt zuliebe viel Verbesserungspotenzial. Die Größe der Herstellerverpackung ist entweder der Beschriftung auf der Rückseite geschuldet oder durch die Größe soll das Produkt höherwertiger wirken und besser in den Regalen auffallen. Nach meiner Einschätzung hätte zugunsten der Umwelt die Hälfte gereicht. Der Inhalt und die Kundenzufriedenheit zählen und nicht die Verpackung. Das Steckernetzteil befindet sich in einer kleinen Tüte, die nach meinem Geschmack gerne weggelassen werden könnte. Weiterhin befinden sich in dem Karton ein Netzwerkkabel zum Anschluss an einem Router und ein kleines Heftchen mit der Aufschrift Sicherheit und Hinweise. Bei dieser kleinen Karte handelt es sich um eine bebilderte Kurzanleitung ohne Texte. Viel mehr braucht man auch für den Anschluss nicht. Aber schauen wir uns einmal die Box an. Folgende Anschlüsse sind vorhanden. Einmal eine RJ45 Buchse, eine USB 2.0 Buchse, einmal eine Spannungsversorgung für das mitgelieferte Netzteil und einmal einen Reset-Button. Für die erste Inbetriebnahme ist es nur erforderlich, an die Box das Netzwerkkabel und die Stromversorgung anzuschließen. Als nächstes wird das andere Ende des Netzwerkkabels in den Router und das Steckernetzteil in die Steckdose gesteckt. Nachdem das geschehen ist, fangen nach kurzer Zeit die LEDs an zu blinken, was ich hier in der originalen Geschwindigkeit zeige. Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen, wenn die blaue LED in der Mitte erlischt und die rechte grüne LED mehr oder weniger regelmäßig blinkt. Die linke LED bleibt immer eingeschaltet. Als nächstes zeige ich die Einrichtung der Box mit der Smart Friends App. Hierzu öffne ich als erstes den Google Play Store, gehe zur Suche und gebe dort Smart Friends App ein. Nachdem mir die App angezeigt wird, starte ich die Installation und öffne anschließend die App. Es wird kurz ein Startbildschirm angezeigt und danach die AGBs. Diese sind, wie immer, sorgfältig durchzulesen und wenn man ganz unten angekommen ist, zu akzeptieren. Ein weiteres Highlight einer jeden Installation ist die Datenschutzerklärung. Auch diese ist sehr sorgfältig durchzulesen und zu akzeptieren. Nach so viel Vorbereitung können wir nun endlich die Ersteinrichtung starten. Wie nicht anders zu erwarten, erfolgt als erstes sinnvollerweise ein Update des Systems.
Das Update hat bei mir circa 5 Minuten gedauert, weshalb ich es hier abkürze. Anschließend muss ein sicheres Kennwort vergeben werden. Hier empfehle ich zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln, sowie Zeichen wie Plus, Minus und so weiter zu verwenden. Im nächsten Schritt ist es erforderlich, dem Handy oder Tablet einen Namen zuzuweisen und dieses zu registrieren. Als nächstes wurde eine kleine Einführung gezeigt, in der kurz ein paar Dinge erklärt werden. Anschließend wurde die App mit den Standardräumen angezeigt. In dem nächsten Video werde ich zeigen, wie ich einen Funk-Rohrmotor von Schellenberg in der App einrichte. Bestellt habe ich mir ebenfalls erste Funksteckdosen von Schellenberg, welche in den nächsten Tagen eintreffen sollen. Wenn euch dieser Film gefallen und vielleicht auch geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.